Der Innensteilhang und nachher die Ausfahrt ist sehr, sehr wichtig. Ja, heute können sie noch Ausberg. Aber springt auch heute weit. Ja, heute nochmal spürlich konsequenter drauf. Auch der Travis Ganong als gestern nochmal. Ist ja sein grosses Ziel, das Rennen. Und jetzt wird er den Tacho nochmal rauf. Richtig aufdrücken. 143. Auch das neuer 2023 Rekord. Travis Ganong, 1,6 ebenfalls Kitzbühel-Sieger 2018, gewann er diese Abfahrt hier vor Beyond. Speed 108,7, Rückstand eine knappe halbe Sekunde, da haben wir es auf. Da sieht man genau, mit dem Tor muss man dran sein, sehr wichtig, das hat er touchiert, dann kann man noch abstechen. Und kommt er da tempomäßig an den Superfinisher Ganong heran? Nicht ganz. 2,1 km/h fehlen im Vergleich mit dem Amerikaner. Vielleicht ist das. Und jetzt kommt Odermatt. Viele Konkurrenten hieven ihn in die Position des Topfavoriten. Das hat er gestern sich selber ein bisschen eingehandelt mit unglaublich starken Passagen in den technisch anspruchsvollen Abschnitten. Also in dem zum Beispiel, was jetzt dann gleich kommt. Ja, wenn eigentlich ein Umgang mit dem dann er, oder? Oi, oi, oi. Schön reingezogen. Ja, da zieht der Ski. Wie er in dieser kurzen Zeit kann Radius machen. Diese langen Latte, das ist genial. Und da ist... Oh! 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 Meine Güte! Oh, mirakulös gerettet, aber klar, das Top-Ergebnis. Oh! Oh! Wie er in dieser kurzen Zeit kann Radius machen. Diese langen Latte, das ist genial. Und da ist... Oh! Oh! Boy, hatte. Meine Güte! Oh, mirakulös gerettet, aber klar, das Top-Ergebnis ist so wohl nicht mehr zu machen. Da fehlt natürlich so viel Tempo jetzt, dass er noch lange nicht wieder gut machen kann. Jetzt langsam wieder. Ja, Rückstand. Jetzt Ganong hat ihn wirklich einen schönen Zug hergebracht. Nachher ist es zu viel geworden. Der Husberg springt weit. Dann habe ich nochmal Zeit auf. Er hat auch wieder unglaublich viel Tempo gehabt auf die Hausbekannte drauf. Da war er gestern der Schnellste. Naja, Odermatt unterstreift. Das kann natürlich funktionieren, wenn einer ein dermaßen genialer Fahrer, Speedfahrer auch, der im letzten Jahr Sechster geworden ist, da noch mit ziemlich hoher Startnummer. Es wurde im letzten Jahr in der ersten Abfahrt wettermäßig im Verlauf des Rennens ein bisschen besser. Davon profitierte er. Davon profitierte auch Les Gietzendamme, der sogar aufs Podest nach vorne fuhr. Noch Crawford ist da oben schneller als Travis Ganong, aber das sind eigentlich alle. Ganong hat dann aufgedreht. Die Ausfahrt hat er perfekt gehabt. Durch am Tor dran. Zieht auch ihm. Oh, ganz guter stark. Abschnitt gewesen. Jetzt den Ski gehen lassen. Jetzt andere Fähigkeiten gefragt als vor diesem Gleitsektor. Er hat ja so ein bisschen Postur. Ein Kugelblitz, oder? Ein bisschen kleiner, kompakt, gute Hockey. Nicht umsonst ist Beat Feuz der Athlet, den er am häufigsten in den Videos studiert hat. Ähnliche Postur, ähnliche Qualitäten auch. Er versucht auch eigentlich zentral über dem Ski zu bleiben. Gleich auf. Die beiden Nordamerikaner, Travis Ganong und James Crawford. Technische Abschnitte. Crawford fährt auch stark Riesenslalom. Ja, da möchte ich ein bisschen einen engen Radius ziehen aus dem Ganong. Kurzer Anhänger, jetzt kommt es wirklich auf die Details an und die sprechen im Moment für Ganong. Oh, 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 er auf dem Gesäß in der Traverse. Oh, Achtung! Ja, Wahnsinn, was die alle wieder riskieren. Von den letzten vier Fahrern sind ja alle irgendwo. Brenzlige Situation gewesen. Ein Fahrer, ich bin geneigt zu sagen, fast ein bisschen gemacht für diese Piste. Eine Strecke für die großen Draufgänger, da gehört Nils Hintermann dazu. Ja, und ähnliche Fähigkeiten wie ein Travis Ganong hat. Sehr gutes Gefühl hat, um den Ski laufen zu lassen. Mit
zweitens sauber gewesen durchs U-Hackerl. Aber das kann man jetzt nicht bei ihr. Wichtig sind die Kurven. Genau das da, der Ski zieht. Früh in der Hocke, wie viel hat er da früher in der Stadt? Schön. Das Tempo. In der Strafe. Starke Trainings abgeliefert. 5 und 2. Die beiden Trainingsergebnisse. Oh, Topspeed, Ausfahrt, das ist gut. Und diese Geschwindigkeit nimmt er mit in die alte Schneise und Richtung Seidel-Aussprung. Alles in Position können durchziehen. Das ist eigentlich immer selbstverständlich da hinten. Ruhige Passage. Ja, ganz stark! Schön auch da, enge Linie. Passt gut. Durch den Lerchenschuss hindurch hin zum nächsten Vergleich mit Ganong und es sieht ausgezeichnet aus. Oberhausberg, diese optisch vielleicht etwas weniger spektakuläre, aber so wichtige Passage hier. Genau, jetzt Ski gut führen, nochmal guter Speed. Und jetzt aber. Ganz stark! Schön! Achtung, Gegenschwung nötig! Ja, das hat er wählen. Das ist auf die Besichtigung gesagt. Nächster Tor will er dran sein. Das schafft Perfekt. Er auch. Und dann runterstecken. Ja, nimmt er viel Speed mit. Ja, ja. Der kann Tempo aufbauen. Schön. Ja, ja, noch. 143. Ganong fuhr das ausgezeichnet. Das holt er. Und sieht die Bestzeit. Hintermann. Der ist in den letzten 5 Abfahrten hier in Kitzbühel immer in die Top 5 gefahren. 4-4-2-2-5. Die letzten 5 Ergebnisse hier. Der Oldie aus dem französischen Team und Kitzbühel, das hat irgendwann zu funktionieren begonnen. Super stark. Hat die Kurve super gehabt. Wo der Anwechsel auf dem Innenski war. Jetzt da hinten hat er auch ein bisschen Vorsicht drin gehabt, dafür, dass er eben die Ausfahrt dann hat. Vielleicht endlich wie auch ein. Zion 3. Ja, er lebt schon da runter. Und dann den Ski gehen lassen, da weiß er auch, wie es funktioniert, kommt über 140 km/h. Ganz nach vorne hin reicht es nicht. Vorderhand Dominik Parz. Oh wow, angriffig unterwegs. Ich will es auch wissen. Dreifacher Sieger auf dieser Strecke. Drittbeste Zeit da oben. Hintermann und Ganong waren ja da nicht die allerschnellsten. Die haben nachher aufgedreht, zum Beispiel mit starken Passagen hier im Steilhang. Ja, das ist eben wichtig, die Ausfahrt. Ja, das ist eben wichtig, die Ausfahrt. Und dann nimmt er mit. War schon zwischen Hintermann und Ganong. Eine hundertstel Geschichte. Jetzt ist es ein Dreikampf um minimalste Zeitdifferenzen. Ein bisschen länger braucht er, um wieder in die Hocke gehen als der Nils. Tatsächlich. Kommt wieder ein bisschen was dazu. Und Hintermann fuhr hier ausgezeichnet. Aber Domme ist wieder da, oder? Er hat wieder sehr, sehr gekämpft. Ja, Rang 19 in der Abfahrtswertung sagt ja eigentlich alles. Wie sieht's hier aus? Es sieht gut dran. Aus für Paris. Alles möglich. Zweitschnellster bei der Hausbergkante. Ja, da ist Achtung. Frech reingefahren. Im Zug genommen. Das kennt er natürlich da. Was er muss mitnehmen. Oh, das war gut gewesen, ja. Jetzt lässt er scheppern. Geschwindigkeit. So nicht ganz bei Hintermann. Das es wird geht um Kiste. Die Hundertste. Wo ist Was Paris? Er ist Und da weiter. Rang 2. Vincent Wichmeier. Einziger Abfahrtsieger in dieser Saison nebst Hilde. Hilde gewann 4-mal, Griechmeier 2-mal. Und da ein Abschnitt rein, den er ja sehr gern hat. Ja, da einen schönen Zug hat, da zieht ihn der Ski schön durch. Ja, das war gut. Die Ausfahrt auch. Ist auch die Höchlinie. War sogar am Tor dran gewesen. Das hat auch gut ausgesehen. Geschwindigkeit. Wow, gut, Vorsprung, sehr groß. Ein Podest hat Griechmeier bisher in Kitzbühel. Zweiter 2020, Teil eines österreichischen Doppelsieges. Es gewann damals
Matthias May, der mittlerweile zurückgetretene. Und fast der gesamte Vorsprung ist über den Gleiterabschnitt verloren gegangen. Ja, so von der Position durchzuziehen. Delbögen ein bisschen weiter raus als der Nils. Es geht wieder um Hundertstel. Ja, die schenken sich gar nicht. Er oben runtergezogen, ein bisschen wie im Bormio. Sehr stabil, sehr ruhig. Unten durch funktioniert es. Starke Fahrt. Gestern hat er dann hier am Oberhausberg ein bisschen die Linie verloren, in den ausgerutschten Schnee geraten. Er wird seine Lehren gezogen haben. Ja, da gut, schnell wieder in Position gegangen. Gutes Speed. 88,2. Da nimmt er viel mit über den Hausberg. Voll auf Zug. Und da auch. Ja, da geht er drauf. Ja, saubere Linie. Jetzt da drückt es ein bisschen mehr, aber... Bringt sich der Tacho ja, nicht ganz auf, so aber durch. Es ist schnell. Eben war es noch ein Kampf um Hundertstel. Tempo, ja, das ist nicht so hoch wie bei Hintermann. Aber die Reserve war groß. Es sind am Ende von Alexander Omotkilde, ist ebenfalls faszinierend. Aber wie geht das mit seiner rechten Hand? Gestern Mittelhandknochen gebrochen. Und zwar in der nächsten Rechtskurve, die hier kommt. Hier. Er drückt noch wieder durch. Nimmt keine Rücksicht auf seine Hand. Da muss ein bisschen härter drauf. Das ist ein bisschen mehr ein Kampf als das beim. Ja, da, hart drauf müssen. Ich war ein Kampf als beim Vincent vorher. Ja, da fehlt doch einiges. Auch das Tempo nicht ganz so hoch wie bei Kriechmeier, der allerdings hier im Gleitabschnitt eine der schlechteren Abschnittszeiten hingelegt hat. Was am Ende keine große Rolle gespielt hat, weil dort, wo er es fahrerisch richten konnte, fuhr Krieg. Wieder voll konsequent. Ja, die Kurve hätte ich auch gerne, oder? Kommt ja auch. Der hat einen guten Riesenschwung. Ja, das Tempo war nicht so hoch. Nicht aber so er rund, aber trotzdem. Oh, jetzt kann er da unten. Ist etwas drin gegenüber. No. Kilde. Weil. Oh, oh, oh. Das ist auch. Nein, das ist nicht oben. Hepti, Hepti, Hepti. Was macht er? Wow. Was für ein wilder Ritt. Sechster Rang, trotz Beat Fatz. Es gibt einen Fünffach-Kitzbühel-Sieger, das ist Didier Küsch. Es gibt einen Vierfach-Kitzbühel-Sieger. Etwas gross. Nicht ganz sauber im Steilhang, aber er kann auch da wie ein Kind noch mal herkommen. Aber bei Feuzer gestern im zweiten Training so ein bisschen ins Grübeln geriet. Wir kennen schlechte Trainingsergebnisse von ihm, aber das gestern hat ihm dann doch ein bisschen zu denken gegeben. Er konnte auch nicht aufschliessen nach dem Weg. Oh, kurz hängen geblieben. Ist vielleicht eine Spur vor sich drin? Ich weiß es nicht. Wir haben Voigt schon kompromisslose gesehen. Top-Ergebnis deshalb für Beat Voigt heute nicht möglich. Am Ende sein... Ruhiger ist, die Runderlinie zu fahren und dann ja, fast schon zu karfen. Vier Athleten auf dem Podest im Moment mit Kriechmeier, Hintermann und den beiden drittklassierten Seierstedt und Paris unterwegs. Sind wir mit Jared Goldberg? Dreimal in die Punkte gefahren in diesem Winter. Rang 9 in der zweiten Abfahrt von Gröten als Highlight in seiner Speed-Saison. Topspeed 112,9. Ja, dann wird. Aber das kann mitnehmen. Ja, fährt eine neue Skimarke gewechselt von Fischer auf Rosa. Das hat gewaltig funktioniert über das Geschoss. 21 Hundertstel Vorsprung. Wird das jetzt ein großer Tag? Das wäre ja ein Ding. Er hat gesagt, er könne bei dem Ski es mehr hängend schleifen und hat gleich noch gleich viel, ja, gleich viel Grip wie bei der alten Marke, aber dafür pfeift es mehr. Der kommt mit Vorsprung auf den Oberhausberg, wo, ja, 83,1, nicht super schnell. Wichtig die nächste Zwischenzeit. Die sagt, immer noch sehr gut unterwegs. Ja, Position 3. Da der richtige Ziel so ist noch ein bisschen drin gegenüber einem Wind.
Da ist er hoch. Muss ein warten, bis er in Position kann. Liegt da immer noch auf Position 3. Gutes Tempo. Der Mann war noch nie in den besten 5 eines Weltcuprennens. Goldberg ist Dritter. Das gibt's gar nicht. Goldberg fährt auf. Ja, das war so ein bisschen unter dem Radar. Ja. Gerade auch nach seinem Sieg in der ersten Abfahrt in Kvitfjell im vergangenen März. Achtung auf den. Ja, das war auch schon schnell gewesen. Vornehmlich im Super-G, aber nach den Abfahrten ein gutes Ding fahren. Und schau mal, kommt da mit 1200stel Vorsprung her. Das gibt's nicht. Keiner war da schneller als Broderick Thompson. Hätte ich mal so überrascht, auch im Beaver Creek. Wurde der Dritte zu Beginn der letzten Saison im ersten Super-G dort. So, wow, fährt super. Gut korrigiert, dann geht er drauf. Ja, eine gute Linie durch die Traverse, die Ausfahrt nachher nicht mehr. Jetzt ein bisschen seitlich weggedrückt. Über weite Phasen. Ein Riesenauftritt von Broderick Thompson. Trotz allem. Und es wird auch so ein super fantastisches Ergebnis. Siebter Rang. Thompson verdrängt Alex Simone um einen Rang nach hinten. Und der hat ja auch wahrlich einiges durchgemacht. Im November 2008. Florian Schieder unterwegs. Achtung auf den. Der startet weit hinten, weil er sich vor 2 Jahren bei der WM in Cortina verletzt hat. Arbeitet sich aber wieder nach vorn und hat mit den Rängen 13 in Gröten und Bormio aufgezeigt, dass mit ihm wieder zu rechnen ist. Und sieh dir das an. 12 Hunzel Rückstand. Das ist Position 5 vor dem Oberhausberg. Und der noch Pünke. Ja, wenn er ein paar Pünke holen kann, dann wäre gut. Das sieht nach sehr viel aus. Viertbeste Zwischenzeit bei der Hausbergkante. Oh, die hat super gehabt. Da ist er dran. Er steht sehr stabil drauf. Jetzt den Tacho nochmal aufjagen. 140,4. Achtung! Das wird nochmal eng. Da wackeln die vordersten Positionen. Zweiter! Das gibt's gar nicht. Und gegen Arnaud Boisse und Marco Kohler durchsetzen müssen. Und fährt hier zum ersten Mal in seiner noch jungen Karriere in die Weltcup-Punkte. Nehme ich an. Es kommen schon noch einige Athleten. Und klar ist, hier hat ein neues Rennen begonnen. Miha Robat, Achtung auf den. Rückenprobleme im Moment besser. Gute Trainings abgeliefert. Da ist auch einer, der Risiko sucht. Das beste Abfahrtsergebnis seiner Karriere zu Beginn dieser Saison. Dann die Rückenprobleme. Jetzt was heißt das jetzt? Siebter. Den siebten Rang. Den siebten. Thank you.
Kamera für das Produkt geht, oder? Ja. Das ist ein Punkt, der 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 ist